Leute und willkommen zu einem weiteren Video. Heute ist wieder ein wichtiger Tag. Heute findet das Abo-Treffen in Köln statt, was ich ja angekündigt habe. Wir sind hier schon in einer kleinen Truppe unterwegs. Vor mir Kim, dann der liebe Super Plus, hat auch einen YouTube-Kanal unten verlinkt. Davor Daniel, ein Einheimischer hier aus Köln. Na, warte mal. Jetzt erstmal hier abbiegen. Genau, davor ist Nadine Stinky. Und ganz vorne anführen tut die Truppe Fabzi. Viele von euch kennen ihn ja, auch ein Motovlogger. Ja, auch unten verlinkt natürlich, ne? Es geht jetzt auf zum Fühlinger See, Parkplatz 2, da findet das Treffen statt. Wir sind aber, ich weiß gar nicht, ob jetzt früher oder ob es jetzt 14 Uhr ist. 14 Uhr ist Treffpunkt. Wir wollten eigentlich schon viel früher da sein, aber irgendwie sind wir jetzt ziemlich spät. Ich habe ein bisschen rumgetrödelt. Ja. Tut mir leid, ich habe ein bisschen Husten, bin ein bisschen angeschlagen. Boah, mir geht's richtig kacke. Trotzdem, wenn man Abo-Treffen ankündigt, dann muss man es auch durchziehen. Ganz einfach. Ich habe ja kein Fieber oder so, habe ja nur Husten. So, ich glaube, hier ist das jetzt gleich. Hier, ja, ich meine, das müsste jetzt hier gleich sein irgendwo. Ich meine, das ist hier jetzt sofort. Kreisverkehr, glaube ich, war das links? Danke, nett, dass die hat uns durchgelassen, oder der hat uns reingelassen. Sehr nett. Ich meine, das müsste jetzt hier gleich auf der linken Seite sein. Ich entsinne mich, dass das so war. Ja, oder? Ja, da ist der Parkplatz. Da war schon eine Fahrschule. Aber wir sind noch nicht, es ist noch nicht 14 Uhr, also es werden wahrscheinlich noch nicht so viele da sein. Es wird wahrscheinlich noch so, nur so, keine Ahnung, maximal 10 Leute da sein, schätze ich mal. Weil es halt noch nicht so die Uhrzeit ist, wie es eigentlich stattfinden sollte. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Was macht er da? Ach du heilige Waldfee. Die sind alle von der Fahrschule da hinten, hoffe ich, ne? Ach du heilige Kacke, es ist noch nicht mal Treffpunktzeit und es ist schon voll. Scheiße, was ist hier denn aufgebaut? Also ein paar Leute sind schon da. Ich habe keine Ahnung, wie spät es ist. Ich blinke die ganze Zeit. Oh. Huckel. Oh, wo stelle ich mich hin? Stelle ich mich hin? Hallo? Wie spät haben wir es? Wie spät haben wir es? Ey, wir sind pünktlich. Ich muss einmal in die Runde gehen. Ey, was ist da hinten aufgebaut? Ich fange da ganz hinten an. Ich fange da hinten an, ne? Hi. Hi. Moin. Hi. Hi. Moin. 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 Hi. Hi. Moin. Hi. Moin. 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 Warst du letztes Mal auch da, oder? Ja, die Melle und so. Ja. Moin. Luca. Marco. Fabian. Hi. Moin. Hi. 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 Guten Tag. Moin. Moin. Da kommen die Roller. Guten Tag. Hi. Habe ich mir gedacht. Fällt auf die Maschine. Moin. Moin. Ich habe mich weggedreht, weil ich das Fabzi zensieren muss. Ich stelle den Helm jetzt einfach irgendwo hier so ab und der nimmt dann so ein bisschen auf. Ja, das ist der Plan. Hoffentlich klappt das auch so. So ein Spaß. Viel Spaß.
So, wir sind eine Riesengruppe, wie ihr seht. Ordentlich was los. Wir fahren jetzt zu den Kranhäusern an rein und wollen da ein paar schicke Bilder machen. Alter, was für eine Kolonne! Junge, was geht da ab? Krank. Alter, das wird nie im Leben funktionieren. Wir sind viel zu viele. Obwohl die Eskalation, ey. Juch, wie viele. Guck, schon die ersten überholen, obwohl wir gesagt haben, nicht überholen. Ah, mein Gott, ey. Ich bin extra umgegangen, hab zu jedem gesagt, versetzt fahren, nicht überholen. Was machen die? Fahren nicht versetzt und überholen. Oh mein Gott, ey, das wird... Ich nehme auf, oder? Jawohl. Das wäre jetzt ärgerlich gewesen, wenn irgendwie Mikro... Ah, Mikro ist dran. Passt alles. Hoffe ich. Boah, wir werden uns so safe verirren, ne? Wir sind so viele. Wir sind 70, 80 Motorräder gerade. Das ist die komplette Eskalation. Das ist noch krasser als letztes Jahr Köln. Das ist der neue Rekord fürs Abo-Treffen. Grüße gehen raus an alle, die gekommen sind hier aus dem Kreis Köln. Ich kann schon nicht mehr sprechen, ich bin so nervös. Hinter mir ist noch eine Riesengruppe, vor mir ist eine Riesengruppe. Das geht gar nicht klar. Wir sind viel zu viele. Peng, peng! Oh, peng! Wer kennt die noch vom letzten Abo-Treffen? Das ist der Knaller. Der schießt alle in die Fresse mit seiner Maschine. Wenn die erstmal richtig warm ist, dann knallt die euch. Keine Ahnung. Die knallt euch alles weg. Wir haben wieder alle Spuren. Guckt euch das an. Alle Spuren gehören uns. Die Karawane zieht weiter. Der Sultan geht um. Ich sehe teilweise an den Helmen immer hier Marco-Aufkleber hinten drauf. Das sieht voll witzig aus. Es regnet. Nein, es regnet. Das ist, glaube ich, nur ein kurzer Schauer. Was? Muss so sein? Ja, ja. Der Knaller, hört ihr ihn? Der knallt schon richtig vor sich hin. Komm. Oh, Alter. Krank. Krank. Einfach nur krank. Alter, was? Komplette Eskalation. Was macht der da? Junge, Alter, der war quer. Fährst du quer, siehst du mehr. Oh, da kommt der Tunnel. Ich muss hinter dem Knaller sein, damit ihr auch die Knallungen hört. Junge. Jetzt, hört ihr das Visier auf. Alter, was? Junge. Peng, 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 peng. Junge, die Maschine ist so krank laut, die knallt so heftig. Wie viele sind noch hinter uns? Oh ja, wir haben ein paar verloren, würde ich sagen. Dezent viele haben wir verloren. Ballerei, ey. Alter, peng, peng. Das ist heftig, wie laut der knallt. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr nächstes Mal auch beim Abo-Treffen dabei sein soll, der Knaller. Junge, das ist heftig. Erinnert ihr euch noch an das letztes Jahr an das Video mit dem Knaller? Das ist eins zu eins derselbe Typ. Ich habe mich so gefreut, dass er da war.
Der ist einfach unnormal laut. Einfach peng, peng, peng macht er die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Ich hoffe, die Gruppe bleibt einigermaßen. Oh, das ist Motorradpolizist. Das Motorradpolizist, das Motorradpolizist, das Motorradpolizist. Kommt der mit raus? Scheiß die Wand an. Ist der mit rausgekommen, der Polizist? Da war ein Motorradpolizist, Alter. Wenn der Motorradpolizist uns hochnimmt, hau ich ab. Ja. Was? Danke. Er hat mir gesagt, dass meine Rasten noch ausgeklappt sind. Oh, rote Ampel. Ich bin natürlich hinter einem Toyota Yaris. Oh! Alter, wo kommt der Kratzer her? Junge! Aufkleber drüber! Alter, wo kommt der her? Der war da eben noch nicht drauf. Alter! Ah. Junge, jetzt habe ich einen Kratzer auf der Maschine. Ja, GG. Und vorne so mitten drauf. Hier sind die Kranhäuser. Hier wollten die irgendwo drauf. Drauf und Maschine aus, habe ich allen gesagt, aber da wird sowieso sich keiner dran halten. Da kommt gleich schon direkt der Ordner, Dingsbums, Kirchen, oh Gott. Zum Glück bin ich nicht der Erste, der drauf fährt. Fahren? Ach, wir blockieren. Oh Gott. Gott. Laufrad! Hier können wir, glaube ich, kein Bild machen. Ich glaube, hier ist irgendwie ein Event oder so. Ich glaube, hier können wir nicht hoch wie letztes Mal. Mach mal alle die Motoren aus! Kommt auf der Security gerade. Oh, gut, dass ich mittendrin stehe. Ich warte auf dich. Ich hab damit gar nichts zu tun, Alter. Ah, kein Problem. Ich setz meinen Helm hier nicht ab. Das sehe ich irgendwie nicht ein gerade. Das heißt, wie lange dürfen wir bleiben? 5 Minuten? Weiß ich nicht. Kommt drauf an, wie er rauf ist. Da kommen noch welche. Ich will noch schnell ein Foto machen. Meint ihr, der sieht genervt und böse aus? Der Security-Typ? Vielleicht mag der Motorräder. Wir haben die Hälfte verloren. Oder? Ich hätte schon gesagt, ein paar haben wir verloren. Aber voll heftig. Richtige Stickerbomb hier. Top. Top. Was hat er gesagt? Habt ihr das mitbekommen? Ey, der Typ ist chillig, oder? Ja, der kommt chillig rüber, deswegen meine ich, der vielleicht macht einen Aufwand. Ich muss mal geben. Meine Kamera geht mal wieder nicht. Ich hasse mein Handy. Also Leute, wir sind hier jetzt angekommen. Hier ist die komplette Eskalation angesagt. Ja. Irgendwie ein bisschen krasser als erwartet. Ich nehme mal meinen Helm ab. Falls noch was passiert, mache ich die Kamera wieder an. Ja. Wir machen hier ein sexy Fotoshooting. Gemeinsam mit der Gruppe. Hast du schöne Bilder gemacht? Hab ich. Super, klasse. Also, wir haben alle ein Gruppenbild gemacht jetzt hier. Ich schwitze mir gerade alles tot.
Ich bin tot. Ich bin tot. Mir ist warm. Oh. Ich bin eine Kombi gekauft. Boah. Leute, guckt euch die Menge an Motorrädern an. Das ist der Wahnsinn. Wir fahren jetzt gleich alle nach Subway und nehmen euch damit. Oh, viel Spaß. So, wir fahren jetzt alles zu Subway. Wir sind ein paar viele Leute, die hier kommen. Komplette Eskalation. So muss das sein. Da vorne mit dem Einhorn-Rucksack. Der Knaller, wo ist der Knaller? Ja, der Knaller ist hinten. Alter, hinter uns ist die übelste Karawane. Es sind schon voll viele weg, die am Anfang da waren, aber wir sind immer noch so viele. Ich hab getäuscht, dass ich Killswitch drücke. Junge, Alter, das Teil ist so laut. Jetzt. Oh, Blaulicht. Scheiß die Wand an. Wieso der Blaulicht? Der Blaulicht angab, um uns zu grüßen! Nein! No way! Oder dreht er jetzt um? Junge! Hat er mal Blaulicht angab, so just for fun? So, yo, ich hab Blaulicht an, ich bin cool. Ey, der Typ, Alter. Was ist da für chillige Polizei hier in Köln? Ist ja mal überkrass chillig. Warte! Wow! Disco, Disco, Disco! Könnt ihr das mit seinem Gang reinmachen? Nee, das wäre. Ich hab Kupplung gezogen, ist egal. So, wir sind da und ich mach aus. So Leute, ich hoffe, dass euch das Video zum Abo-Treffen... Das Navi hat eben gesagt, rechts abbiegen, Marco biegt rechts ab. Ich hab verplant. Ich hab mich gerade auf der Rückfahrt ein bisschen vertan. Ich hab irgendwie das Navi-Dingsbums voll verpennt. Naja, egal. Alles gut. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Auch wenn das Ende gerade ein bisschen random war. Ich habe das Ende nicht mehr Samstag am Abo-Treffen Dingsbums aufgenommen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Verzeiht mir übrigens, wenn ich ein bisschen angeschlagen war im Ganzen und nicht so viel Motivation da war und sowas. Ich war halt einfach, wie ich am Anfang des Videos schon gesagt habe, ja, das Navi quatscht mir gerade einen vor. Ja, wie ich schon da gesagt hatte, ich bin ein bisschen erkältet, Halsschmerzen, dies, das. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir tanken hier gerade nochmal voll. Ja, dann würde ich sagen, checkt das Video von Fabsi aus, checkt das Video von Superplus aus. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Motovlog, Leute. Tschüssi! We'll be right back.